Also wir haben jetzt über das Spiel, über das Glockenspiel geschaut. Über das Windspiel. Mach Tür zu, schnell. Hey, Kleiner. Mir geht's doch gut. Siehst du? Keine Bisse. Keine Bisse. Also. Schwein gehabt. Sind das Schwein gehabt. Immer noch nur Monster? Ja, sind jetzt sie. Jetzt hast du sie friedlich gesehen. Boah. Siehst du sie? Ja, ich saß jetzt auch nur, weil er hören will. Ich glaube, du könntest recht haben, dass mehr an ihnen dran ist. Vielleicht sind sie doch mehr, als ich dachte. Wirklich? Bisher hat das noch niemand so gesehen. Ja, weil es auch nicht so ist. Wir erzählen dir das, damit du mitmachst. Das. Danke. Ich bin froh. Hast du mal einen Weißer getötet? Ja. Viele. Hast du mal einen Menschen getötet? Viele. Aber das ist lange her. Ja, okay. Ich habe jemanden getötet. AJ. Du hast jemanden getötet? Aber ich war im Recht. Verstehe. Das reicht. Was ist mit den Beißern? Hilfst du uns, unsere Freunde zu retten? Ich wollte, aber ich kann nicht. So viele Beißer würden sterben. Es wäre so ein Massaker. Tut mir leid, Clementine. Ist okay, wenn Kinder kämpfen müssen, haben die Beißer Namen. Vergießen. Du hast AJ und mich gerettet, weil du nicht wolltest, dass wir Soldaten werden. Aber warum ist es dieses Mal okay? Sie werden unsere Freunde zu Killern machen. Noch mehr Gewalt. Und Tod. Du hättest es verhindern können. Verstehe jetzt auch nicht, warum er jetzt so eine Sinnkrise plötzlich hat. Ich mag stur sein, aber ich bin nicht herzlos. Sehr schön, er hilft uns. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Diese Pillenjacker sind grausam. Sie zwingen andere auch so zu sein. Und wenn deine Freunde so wie du sind, dann sind sie es wert, gerettet zu werden. Gut, er ist mit dabei. Fantastisch. Schwein gehabt. Es wird eine Weile dauern, sie durch den Wald zu führen, zur Küste. Mit der Zeit werden es immer mehr. Morgen Abend. Seid bereit. Es gibt kein Zurück. Ich verstehe nicht irgendwie, was das mit deiner Psyche machen muss, wenn du ständig nur mit Toten abhängst. Ja, zu schweigen, was das mit deiner Körperergonomie macht, irgendwie so jetzt zu laufen. Clem, als du gesagt hast, einige Beißer könnten Menschen sein. War das dein Ernst? Stimmt, was er sagt? Ja, das tut mir leid, dass du das jetzt fasst, aber ich muss ja leider so sagen. Ich hab ihm gesagt, was er hören wollte. Das. Beißer sind nur Beißer. Du hast gelobt? Ja, hab ich. Wir brauchen ihn, um unsere Freunde zu retten. Manchmal helfen Lügen also. Oh, scheiße. Komm, AJ, gehen wir, bevor es dunkel wird. Was stellst du denn für Fragen, Kind? Und warum kann ich nicht einfach sagen, frag jetzt nicht. Oder guck mal da, ein großer Baum. Mann. James ist anders als alle, die wir kennen. Also danach ist der Erziehungsorden für mich in ganz weiter Ferne gerückt. Er tötet keine Monster, hat aber auch keine Angst vor ihnen. Er ist cool. Hey Clem, Willy hat mir vom Plan erzählt. Wie ist es mit dem Typen gelaufen? James. Er will uns helfen. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir uns auf ein Schiff in eine Beißerherde schleichen, hätte ich das nicht geglaubt. Ich hoffe nur, dass Ruby mir jetzt hier nicht Vorwürfe macht. Ey, ich wollte ein Pferd haben. Ah, vor dem großen Kampf wollte ich nochmal richtig Halligalli machen. Ein Fluch? Hä? Es klingt wie ein Fluch. Nein, es ist nur ein anderes Wort für Party. Genau. Ich weiß, es ist seltsam, eine Party zu veranstalten. Aber wir müssen alle etwas aufgeheitert werden.
Was wird das jetzt, eine Übernachtungsparty oder was? Das könnte unsere letzte Chance sein. Ich wollte für alle Tee kochen. Kann ich mir den Kaffeewärmer ausleihen? Was soll ich tun? Wir müssen den Musikraum etwas aufmotzen. Kannst du was Buntes basteln zum Aufhängen? Oh nein, okay, der Musikraum. Ich bin ein Künstler. Der Musikraum wieder. Nein, wir müssen in den Musikraum. Oh nein. Ich mache die Decke. Dekoration. Dekoration für die Party. Ich hole den Kaffeewärmer. So. Wo ist denn? Lege vorher die Sammelobjekte. Na, wir haben keine weiteren Sammelobjekte, ne? Oder? Wir haben ja eigentlich alles abgelegt, was wir hatten. Wahrscheinlich hätten wir jetzt noch so einen Finger oder so aus der Scheune mitnehmen können von unseren Untoten oder so einen Arm oder so. So. Fertig, Clem. Komm her. Rein in den Adventure-Rucksack. So, okay. Ruby möchte Tee kochen. Zack. Hey, du machst echt Fortschritte. Bald bist du sicher so gut wie Ten. Weiß nicht. Er ist echt gut. Tja, üben, 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 mein Kleiner. Stimmt was nicht? AJ? Ich habe nur nachgedacht, während ich gemalt habe. Weil ich so ein bisschen, Es gibt drei Sorten von Augen, Clem. Augen? Ach ja? Die Augen von lebenden Leuten, die haben wir. Dann gibt es Monsteraugen. Sehen meist wie dreckiges Wasser aus. Manchmal sind Monsteraugen gar nicht feucht. Interessant. Und dann die Augen von lebenden Leuten, kurz bevor man sie tötet, wie als du Abel getötet hast. Seine Augen waren wie eine Kerze, die ausgeht. Er war böse. Ich sollte mich nicht so fühlen. Ich hab ihn gehasst. Du bist ein guter Mensch. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Du hast schon so viel Tod gesehen. Sei nie schwach. Du bist noch klein und hast so viele sterben sehen, AJ. So viel Gewalt. Nein, ich bin groß. Wenn ich noch größer bin, werde ich nicht mehr darüber nachdenken. Das lasse ich nicht zu. Ich werde echt klug. Was ich sagen wollte, ich sehe tatsächlich relativ viele Parallelen zu Clemmy und Lee damals. Ja. Was sich mir natürlich gleich als Gedanke aufzwingt, irgendwie. Worüber denkst du jetzt? Ich hoffe nicht, dass wir in die gleiche Situation kommen wie am Ende der ersten Staffel. Dass du gebissen und ein Monster wirst. Oh. Ja, je älter ich werde, desto öfter sehe ich es. Weiß nicht warum. Was passiert dann? Es kann jeden treffen, egal ob man drinnen oder draußen ist. Das wird nicht passieren. AJ, wir haben es schon oft durchgekaut. Du weißt, was passiert, wenn ich gebissen werde. Ich will nicht mehr darüber reden. Aber du hast davon angefangen. Also. Mein Bauch fühlt sich dann komisch an. Als ob ich Durchfall bekomme. AJ, du weißt doch, worüber wir geredet haben. Was du tun sollst, wenn es passiert. Hör zu. Wenn ich gebissen werde... Erschieß. Nein. Nein, das mache ich nicht. Du hast's versprochen. Mir egal. Ich erschieße dich nicht. Das, oh Gott, wenn Alter. Die werden doch nicht wirklich so ein Finale machen, oder was? Was? Das meinst du nicht ernst? Ich will nicht allein sein. Bitte sei nicht böse. Ohne dich halte ich es nicht aus, Clem. Ich weiß, wir haben es oft durchgekaut. Aber zwing mich nicht. Doch. Alvin Jr., du erschießt mich, wenn du eine Waffe hast. Vor- und Zunahme, dann weißt du, es ist ernst. Benutzt du dein Messer. Sonst ein Stein gegen den Kopf. Egal, wie lange es dauert. Aber ich will das nicht. Das ist mir egal. Du wirst es tun. Mir egal, was du sagst. Verdammt, AJ. Versprechen musst du halten. Ich weiß. Du gibst nicht auf, was? James meinte... Dachte ich mir. Dass wir als Monster überleben können. Also im Inneren. Wenn du gebissen wirst und mich beißt, sind wir noch zusammen. Wir wären bloß anders zusammen. Ja, das ist aber ist doch kein... Vielleicht wäre kein es okay. James sagt verrückte Sachen, kannst was du nicht wissen. Was meinst du?
AJ, es reicht. Nee. Wir reden nicht mehr darüber. Du hörst jetzt damit auf, sonst gibt's Ärger. Wirklich. Warum kannst du nicht nett zu mir sein? Ja, weil manchmal liebevolle Strenge auch wichtig ist irgendwie. Du kannst jetzt nicht einfach sagen irgendwie, hey, ja, vielleicht, klar, dann sind wir anders zusammen. Das ist letztendlich... Was ist mit AJ? Wenn wir uns verwandeln, irgendwie ist er in höchster Gefahr. Seine Ruhe. Können wir über die Sache vorhin reden? Mit Minnie? Ja, klar. Was ist los? Das Ding ist, Minnie zu sehen, hätte mir Angst machen sollen, hat es aber nicht. Die Person, der wir im Wald begegnet sind, war nicht wirklich Minnie. Mhm. Wie sie sich verhielt und wie sie von Sophie und Lily redete. Nein. Das ist nicht Minnies Schuld. Sie ist jetzt eine von ihnen. Verwirrt. Vielleicht? Noch können wir Minnie retten. Wenn wir sie herbringen, dann... Du hast ihre Reaktion gesehen, als Lily kam. Das sind jetzt ihre Leute, nicht wir. Minnie, die echte Minnie, gibt es nicht mehr. Es gibt sie schon lange nicht mehr. Und ich muss aufhören, um sie zu trauern. Ich passe auf dich und AJ auf. Schwierig irgendwie. Auf alle, die mir wichtig sind. Retten wir sie jetzt nicht mehr? Kann den Ball flach halten. Mann, ja. Deklarieren wir sie gleich als unsere Feinde und behandeln die auch so in den Entscheidungen? Schwierig. Als ich herkam, habe ich ihn gehasst. Er war einfach zu intensiv, oder? Er kommt in einen Raum und... Hey, schaut mir alle zu! Das war so albern. Aber dann wurde mir klar, dass ihm Leute echt wichtig sind. Und er fühlt es nicht nur, sondern sagt es auch. Er sagt dir täglich, wie viel du ihm bedeutest. Er würde sogar ein verdammtes Lied darüber singen. Vor allem, wenn es schon ein berühmtes Lied mit deinem Namen gibt. Wir müssen ihn befreien. Das werden wir. Louis, Omar, Asim. Wir werden alle befreien. Omar hieß er. Okay. Hab seinen Namen vergessen. Ich werde die Hand an der Tastatur gehabt hier. Wo hast du den Handball her? Er lag neben dem Müll, hinter einem der Schlafsäle. Ich musste ihn aufbrusten. Das war eklig. Aber es hat funktioniert. Ich sollte los. Ruby könnte sicher Hilfe gebrauchen. Okay, aber AJ scheint jetzt wieder etwas Dampf abgelassen zu haben. Ich dachte, du bist böse auf mich. Bin ich auch. Aber ich wollte ihn dir zeigen. Er ist cool, oder? Total cool. Zurück! Ich den Kopf treffen, Alter. Du musst noch üben. Ja. Hey! Ja, so sollte doch eher sein, irgendwie mit einem Kind in dem Alter. Na komm, Drückerchen, mein Kleiner. Yes. Ja, so ist gut. So eine Umarmung hilft über vieles hinweg. Sorry, dass ich dich eine dumme Nuss genannt habe. Pater? Du hast mich einen Dummkopf genannt. Oh, stimmt. Ich dich auch, Kleiner. Okay, wir sollten los. Klingt, als ob sie uns im Musikraum brauchen. Okay. So, dann pack deine fetzige Dekoration ein und los geht's. So, okay, ich habe fast echt Angst, dass das eine mega lange, lahme Party wird, Alter. Wir brauchen Beleuchtung, Musik und etwas, was wir auf das große Ding da schreiben. Wenn wir schon sterben, sollten wir vorher Spaß haben. Musik? Aber Louis ist nicht hier. Siehst du das? Wähle die Dekoration Ersatz für aus. Louis. Okay, alles klar. Gut, ich zeig dir, wie das geht. Wir nehmen erstmal AJs Zeichnung. Also benutzen wir das Banner für ein Partymotto? Ja, na klar. Nicht ganz. Es sollte eher die Moral anheben. Ich denke, es sollte kurz sein. So viel Platz haben wir nicht. Wir sehen uns später. Wir werden sie befreien. Ich hatte an etwas Motivierendes gedacht. Wie, wir schaffen das und befreien unsere Freunde. AJ. Warum denkst du dir nicht was aus? Wirklich? Wir werden sie alle töten. Ich hab eine Idee. Es wird eine Überraschung. Oh.
Ich verspreche auch nicht zu fluchen. Gefällt mir. Wir können Penn bitten, das mit seinem Pinsel zu schreiben. Ja, komm, macht das mal zusammen, Kids. Also, du nimmst eins dieser schwarzen Tellerdinger und legst es hier drauf. Okay, wir holen erstmal kurz hier die... Wäre ja keine Party, wenn es keine coole Beleuchtung gäbe. Ich überlege hin und her wegen der Farben. So, grün. Wir nehmen grün. Grün ist Kanalfarbe. Aber Purpur wäre irgendwie cool. Dekorieren wir den Raum grün. Rubys Lieblingsfarbe. Ich krieg das hin. Tada. So, und wenn wir noch ein fetzige Platte auflegen? Was haben wir denn da? Ich hab das Grammophon des Direktors gefunden. Wir könnten Musik spielen. Keine tolle Auswahl. Country, Classic oder Jazz? Was für Musik magst du am liebsten? Ja, ich bin tatsächlich von allen, finde ich Country am besten, aber das ist, Quatsch, Classic Country. Am besten, aber das ist jetzt, Country ist tatsächlich für eine Party noch am besten. Irgendwie, also Classic. Das wird so ein richtiges Halligalli. Wir reden hier von Kids. So Jazz ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt das Beste dafür. Ja, so ein Line Dance, der wird es jetzt bringen, denke ich. Ah, Willy hat nach dir gefragt. Er ist in Marlins Büro. Er hat wohl eine Überraschung für die Party, aber er wollte sie dir zuerst zeigen. Bestimmt wie eine Baumstammfalle. Ja, vorsichtig. Ziemlich dicke Tür. Oh, hey, ah, Clem, guck schau mal. Ja, ich habe Bücher über Schiffe gefunden. Da geht es um coole Sachen wie Feuer auf dem Meer und Explosionen und so. Griechisches Feuer. Der Boiler ist der Schlüssel. Wovon redest du? Ich habe eine Idee, wie wir verhindern, dass die Arschlöcher zurück zur Schule kommen, nachdem wir die anderen gerettet haben. Und dass sie noch mal jemandem wehtun. Wir jagen das Schiff in die Luft. Nur so können wir verhindern, dass sie wiederkommen. Und es fühlt sich richtig an, wegen Mitch. Ich will dich ja nicht entmutigen, aber wir werden auf dem Schiff sein, um die anderen zu retten. Bitte bring uns nicht alle um. Was? Nein! Es stimmt, ich muss mir noch ein paar Details überlegen. Aber keine Sorge, ich werde euch genug Zeit geben, das Schiff zu verlassen, bevor es explodiert. Glaub mir, wenn das Ding explodiert, fühlen wir uns alle viel besser. Okay, Leute, Zeit für den Boogie. Hey, Clem, tut mir leid, dass ich vorhin fies zu Ten war. AJ hatte recht, ich hätte das nicht zu ihm sagen sollen. Ich wollte nicht ausrasten. Ich weiß, es ist nicht seine Schuld. Das alles ist gut. Ja schön, Willy. Na, los, komm aber zur sag Party, es lieber Ten. Kleiner Mann. Yeeha! Und ist Rosi uns auch noch stinkig? Ich stell jetzt auch mal den Hund streicheln. Schön, du bringst die Bombe mit zur Party. Das ist ja super. Ganz toll. Wow, das sieht toll aus, Ruby. Danke, Zwerg. Ohne dich hätte ich das Überraschung, nicht geschafft. Überraschung, Idioten. Aber warte erst mal ab, was ich noch schön geplant habe. Das ist los, amüsier dich. Ich sag dir dann Bescheid. Dann geh ich mal los. Ich hätte schon mit so irgendwie mit Dai oder irgend so was gerechnet. Wie ich sehe, arbeitet ihr zusammen. Ja. Willy wollte, dass ich ihm bei seinem Spezialprojekt helfe. Das freut mich wirklich. Ah, gut, Teamwork. Ist sie fertig? Einsatzbereit, Clem. Sie sehr wird gut funzen. Was, sie wird funzen? Ich, dachte, wir könnten ihr einen Namen geben. Er muss cool sein. Ich finde, ja, sie hat einen Namen verdient. Ja, wir müssen ihr unbedingt einen Namen geben. Moab. Ich dachte, du machst dich lustig. Aber ja, geben wir dem Ding einen Namen. Junior, Rubys Rache, Mitch Meisterwerk klingt wie gut. Wie wär's mit Mitchs Meisterwerk? Ja, gefällt mir. Es hätte Mitch gefallen. Okay, dann machen wir's so. Ich hab sie. Was ist denn das? Die Prüfungsergebnisse? Also, Clementine, hier sind unsere offiziellen psychologischen Beurteilungen und Probezeitberichte. Ach du Schande. Okay. Ja, ich hab richtig Lust drauf jetzt. Kapier ich nicht. Tja, Zwerg. Die erklären, warum wir alle überhaupt auf diese Schule geschickt worden sind. Und all den Scheiß, den wir angestellt haben, weswegen wir hierbleiben mussten. Und was spielen wir? Ich dachte, wenn wir morgen alle auf eine Himmelfahrtsmission gehen, solltet ihr wissen, wer wir wirklich sind.
Ich lese ein Stück vor, das die Erwachsenen geschrieben haben. Ja, wir müssen raten, wer das ist, oder was? Wir raten, zu wem von uns die Beschreibung passt. Okay, Chat. Nee. Ihr seid mit dabei. Aber ich achte darauf, dass es jemand ist, den du auch kennst. Okay, los geht's. X ist zwar außerordentlich begabt, hat aber immer wieder Wutanfälle, flucht unbeherrscht und gerät in körperliche Auseinandersetzungen mit den Professoren. Also, Violet, Marlon, Ruby, seid ihr alle. Also, intelligent ist Ruby auf jeden Fall. Ich habe Ruby tatsächlich nicht fluchen hören. Tatsächlich ist das eher nicht so ihrs. Violet hat auch nicht fluchen hören. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, es ist Marlon. Da gehe ich ganz mit dir mit, Junge. Marlon ist, ja, ist halt intelligent. Also, er war jetzt nicht dumm, tatsächlich irgendwie. Also, komm, wir sagen es Marlon. Ich will nicht schlecht von Toten reden, aber das klingt ganz nach Marlon. Könnte man denken, aber nein. What? Wirklich? Die Person, zu der die Akte gehört? Ach, stell dir Marlon hoch 2 vor. Das ist Rubys Akte. Ach du Scheiße. Aber echt? Sie flucht doch gar nicht. Schuldig, euer Ehren. Ja, du hättest Ruby in ihrer Anfangszeit sehen sollen. Sie war wie... Hast du als Kind Zeichentrickfilme mit dem tasmanischen Teufel gesehen? So war unsere liebe Ruby. Echt? Oh. Früher war sie echt niederträchtig. Ist ja voll fies, ey. Voll irreführend hier. Mir geht's jetzt besser. Ich kann's mir total aber vorstellen. Sichtlich. Als ich Ruby zum ersten Mal traf, schrie sie, der kleine Mistkerl. Ich hab mich entschuldigt. Wollt ihr wissen, warum ich hier bin? Willy... Bitte nicht. Chronisches Masturbieren. Glaub's mir. Das wollte niemand wissen. Was bedeutet das? Wachs bloß nicht. Also, vielleicht sollten wir was andereres auflegen? Ja, das, Clementine? Ich mag verschiedene Arten von Musik. Lass uns das weiterhören, liegt die Jazzplatte auf. Komm, wir hören jetzt mal was Klassisches. Ja, wir haben genug davon. Wisst zwar jetzt nicht, ob das so eine mega Partymucke ist, aber. Schau mal. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Na, mir war nicht bewusst, wie viele schon weg sind. Erinnert ihr euch an Justin? Und Theresa? Und Jasper? Das Mädel mit der bunten Zahnspange? Und Joey? Michelle? Lamar? Erin? Ja, ich hab sie wegen der Spange geärgert. Warum hab ich das getan? Alex, Dewey, Trey, Stephanie. Mann, wie viele von uns sind tot? 34. Boah, 34? Das ist krass. Das ist der Rest. Das ist finster. So, okay, gut. Nächste Frage. Wem gehört die Akte? Louis. Sollen wir sie lesen? Ich könnte euch erzählen, warum ich hergeschickt wurde. Also quasi als Trostpreis oder so. Vielleicht hasst ihr mich hinterher. Aber da wir ja alle so offen sind... Na, dann hau mal raus, Violet. Nur wenn du es teilen willst. Wer du früher warst, ist egal. Tatsächlich, Ich wollte, dass du es mir sagst. Eine gute Antwort. Als ich klein war, war ich oft im Haus von meiner Oma, da mein Vater ein Säufer war und meine Mutter 3 Jobs hatte. Wahnsinn. Aber nach dem Tod meines Opas wurde meine Oma total apathisch. Saß nur noch den ganzen Tag im Schaukelstuhl. Ich saß vor ihr und wir schauten zusammen fern. Meistens Zeichentrickfilme. Ihr war es egal. Manchmal habe ich sie weinen gehört, aber ich habe nichts gemacht. Ich fühlte mich komisch und habe nur den Fernseher lauter gemacht. Eines Tages stand sie auf und kam mit einem zweiten Stuhl und einem Gewehr zurück. Kaliber 22. Sie legte den Gewehrkolben auf den Stuhl und hielt sich den Lauf gegen die Brust. So kam sie nicht an den Abzug ran. Aber darauf war sie wohl vorbereitet. Denn dann holte sie einen kitschigen Rückenkratzer raus. So ein langes Ding aus Holz. Ach, nicht wirklich. Das wie eine Hand aussieht.
Und damit drückte sie den Abzug. Also, ja. Peng. Sie knickte zusammen und zuckte noch etwas. 5 Stunden später holte mich meine Mutter ab. Ich saß immer noch da. Sie fragte, warum ich nicht die Polizei oder den Krankenwagen gerufen hätte. Weiter Zeichentrick für mich sehen. Ich zuckte mit den Schultern und meinte, Oma wollte das doch so. Und außerdem wollte ich die Zeichentrickfilme zu Ende gucken. Ja, Stimmungskiller, sorry. Am nächsten Tag brachte sie mich hierher. Sorry. Ich war 11. Tut mir leid, Violet. Was für eine traurige Party. Das ist abgefuckt. Tut mir leid, Violet. Ich kann mir nicht vorstellen, was du durchgemacht hast. Schon gut. Wir haben einiges durchgemacht. Wir waren nicht nett, Clementine. Trotzdem hätten die Leute, die auf uns aufpassen sollten, uns hier nicht einfach dem Tod überlassen dürfen. Das ist richtig. Sorry. Wir sollten doch Spaß haben. Aber ich bin halt kein Spieler. So wie Louis. Schön, dass das einer sagt hier bald in der Gruppe. Bald wird er es wieder machen. Ten hat recht. So, ich denke mal... Ich habe eine Idee. Wenn wir Angst hatten... Erinnert ihr euch, wie Minnie gesungen hat, um uns aufzuheitern? Schade, dass ich es nicht spielen kann. Das ist interessant, weil ich denke, weil Ten wird wahrscheinlich halt häuslich hier Wald erlebt haben, irgendwie aufgrund der Narben. Du könntest es für uns singen, wie sie es getan hat. Du hast eine schöne Stimme. Ja. Ja, dann hau mal raus, Violet. Das kann ich, Ten. Hab keine Angst vorm Dunkel. Hab keine Angst vor dem Sturm. Das war schön. Hab keine Angst vor den Monstern. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Kämpf gegen deine Dämonen. Kämpf mit erhobenem Kopf. Kämpf, als ob man nie Angst haben muss. Die Nacht ist nicht mehr lang. Man muss sich mal überlegen, was Musik für eine Wirkung hat in dem Augenblick. Ist nicht mehr lang. Gerade so eine Stimme denn, ne? Leg deinen Kopf sanft nieder. Ruh deine Augen aus. Schlaf. Denn ich bin bei dir. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Das war sehr, sehr schön. Die hat eine sehr, sehr tolle Stimme. Die sollte nur noch singen. Die sollte ja nicht reden, die sollte nur singen. Tatsächlich.